Hallo Leute, Action Haul. Ich war heute vor der Arbeit bei Action, um dieses Teil hier zu kaufen. Ich werde direkt zeigen, weshalb ich dahin gefahren bin. Und zwar ist das so ein Hocker. Da mache ich nämlich meine Pflanze. Ich habe sie in so einem geflochtenen Blumenkorb. Den Blumenkorb habe ich von Jysk oder Jusk. Und da kommt die dann drauf gestellt. Und dieser Hocker kostet 19,95 €. Der ist auch ziemlich schwer und ist auch ziemlich massivem echt Holz. Genau, so schaut der Hocker aus. Ich bin auch wegen dem Hocker hingefahren. So, jetzt kommen die restlichen Sachen. Dann hatte Action dieses Mal neue Vasen. Und zwar diese hier in drei verschiedenen Farben. Ich glaube in blau oder grün oder grau, in grau, rosa und noch in einer Farbe. Ich habe jetzt diese rosa mitgenommen. Die wird so ein bisschen bleiben und dann werde ich die, glaube ich, einsprühen. Und weiß machen. IKEA hat, glaube ich, die 7 Vasen. Oder ich weiß es nicht. Oder vielleicht lasse ich die auch so. Huhuhu. Auf jeden Fall hat die irgendwas mit 2 Euro oder so gekostet. Und ich glaube, da kann man auch schön so Tulpen oder so reinstellen. So, die nächsten Sachen. So, dann habe ich mir diese Ohrringe hier gekauft. Goldplated. Die kosten, glaube ich, 3,99 €. Und die habe ich schon an. Und Leute, die sehen so schön aus. Ich habe mir auch noch ein paar Ohrringe gekauft. Ich werde sie euch morgen zeigen. Denn ich habe die nämlich in der Arbeit vergessen. Ich habe sie einer Kollegin gezeigt. Und die habe ich dann in der Arbeit vergessen. Die sind auch goldplated mit solchen Steinchen. Auch super schön. Also ich finde, die sehen sehr hochwertig aus. Und ich habe schon andere Ohrringe von Action. Und die schwärzen nicht nach. Also die färben auch gar nicht ab. So, dann habe ich noch diesen Kosmetikspiegel gekauft, LED-Spiegel. Ich bin mal gespannt, wie der sein wird, ob ich den behalten werde, ob er gut ist oder nicht. Und zwar, weil ich meinen Schminktisch umgestellt hatte. Ich hatte früher so einen großen Spiegel und an den Seiten so diese Hollywood-Leuchten von IKEA. Und ich habe meinen Schminktisch umgestellt und der steht jetzt vor dem Fenster. Und wenn es dann doch etwas dunkler draußen ist, merke ich, dass mir halt dieses Licht hier fehlt, wie heute Morgen zum Beispiel. Deshalb habe ich jetzt diesen Spiegel geholt und dann probiere ich es mal damit aus. Wenn es nicht funktioniert, werde ich mir einfach nur so einen Standspiegel wahrscheinlich bestellen. Aber ist auch blöd vor dem Fenster. Und dann habe ich mir noch eine Packung Ringe mitgenommen. Das sind jetzt nicht goldplated, das sind so billige Ringe. Und zwar habe ich die jetzt nur wegen dem hier mitgenommen, diesem Ring hier, weil mir der so gut gefallen hat. Ich zeige euch den nochmal näher. Was ist runtergefallen? So schaut er aus. Und betrachtet meine Fingernägel nicht. Ich habe heute echt viel gearbeitet. Genau, und die haben jetzt keine 2 Euro gekostet. So, das war jetzt mein kleiner, aber feiner Action-Haul. Und ich bin so froh, dass ich diesen Hocker bei Action gekriegt habe, weil der ist echt immer ausverkauft. Obwohl der eigentlich schon 20 Euro ist, ja auch nicht wenig Geld für so einen kleinen Holzhocker. Das war alles. Macht gerne das Plus weg und das Herz hoch, um keine Videos mehr von mir zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.